on the Minotaur, no way! No wonder you're back here. Everyone knows that he's unstoppable, especially me. Hey, next you run into him, could you get his autograph for me? No. For shame. Who's that sniveling shade to your immediate left there, Father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. Hallo, Mufana, wie geht's? That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. I can't afford any of this. Leider nicht. Manche Sachen sind echt nützlich. Haben wir aber noch nicht. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their burden of responsibility as well. I understand. It's just, am I supposed to keep pretending nothing's changed? This house is cracking at the seams, and no one's going to admit it. The house shall stand eternally, although in what condition, it is ours to decide. Our obligation is to keep the house in order. I know. You're right, of course, you're right. I'll do my best. I'll do my best for both our sakes, Nix. Oh, in Quarantäne bis 6.1. Na dann viel Gesundheit fürs nächste Jahr und hoffentlich kommst du gut durch. Die Vorsätze und das Scheitern sind bei mir Tradition. Dann mach dir Vorsätze, von denen du willst, dass sie scheitern. Und dann, na, ha? What was that about? Must have missed Achilles. Machen wir noch einen Run. Wie spät ist es denn jetzt? 17 Uhr. Ja, ich merke schon, ich habe mir wieder viel zu viele Spiele rausgesucht. Wir müssen ein bisschen reduzieren an Spielen, weil die cool sind, will ich halt dann doch länger spielen. Machen wir noch einen Run auf jeden Fall, oder? Wir können jetzt noch eine neue Waffe freischalten. Schauen wir uns das mal an. I can do anything. Na, wir könnten auch mehr Fähigkeiten für unseren Spiegel der Nacht freischalten, aber holen wir uns mal eine neue Waffe, dass wir noch einen anderen Kampfstil sehen. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Und wir sind pleite. Alright, I'm ready. Skelly? Als wäre der Bogen die Waffe der Choice, aber ich nehme mal den Speer. Open up. Varatha, the Eternal Spear. Join my pursuit. Hat seine Standardangriffe viel Reichweite und man kann ihn wie Thors Hammer werfen und zurückholen. Das sind zwei Angriffe quasi. Ah ja, außerdem hat er noch diese Zelda-Drehattacke. Getting hurt! Once in a while, pal, you're gonna see a real fancy bozo try to ruin your good time. You'll know him because he's glowing like a light. But that's his special armor, see? You gotta punch right through it. He's gonna shrug you off until you do. For a good time, beware the fancy glowing bozos on my quest. Check. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich hab ein... Ich schenk Skelly was. Ein Trainingspartner und Ratgeber, Trainer in schwierigen Zeiten. Bitte schön. For you, mate. Thought you might get a kick out of this. For me, pal? Awful nice of you, just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, mit Rauchen anzufangen. Und bam,
klappt's nicht und du hast gewonnen. Oder so. Cheers, mate. Lucky Tooth haben wir von ihm bekommen. Schauen wir mal, was der macht. What's this one here? Ah, yo, das ist nice. Ein Extra-Leben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Extra-Leben. Der Lucky Tooth von ihm ist nicht so mächtig wie unser anderes Extra-Leben, aber immerhin können wir jetzt zweimal sterben. The courtyard of the House of Hades is kept neat and orderly, in contrast to the terrifying sprawl that lies beyond. It's not that orderly, really. Na dann, auf Darkness geht's. Give me strength. Cries of battle. This one was bound to show up, I guess. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. You've got quite the fighting spirit in you there, I have to say. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Der Ares, was hat denn für uns? Unsere Attacke, unser Cast, unser Dash. Oh ja, naja, nee, ich weiß nicht. Machen wir einfach, unsere Attacke verursacht Doom. Und Doom heißt... Ach so, nach einer kurzen Zeit kriegt das Ziel Schaden. 50. Gut. I will keep fighting. So ungefähr eine Sekunde oder nicht ganz dauert das jetzt nach dem ersten Schlag und dann kriegt er einen 50 Schadensbonus. Warum nicht? Versuchen wir mal, wo das hinführt. You're late. Easy. Tu nicht so, die ersten Räume sind immer easy. Gleich nochmal. Der Herr Kriegsgott will uns aber heute... Den hatten wir auch noch nicht. Der hat was nachzuholen im Vergleich zu den anderen Göttern. Gibt noch ein paar Götter, die uns noch keine Segen geschenkt haben. Felix, danke fürs Abo verschenken. In the name of Hades. Und danke für den neuen Emoji. Und ich erkenne immer nicht, was das überhaupt sein soll bei Twitch, ehrlich gesagt. 2020 Forward. Das sieht aus wie Mick Foley, der Wrestler mit einer Maske. Und Mr. Socko. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das auch so Black Lives Matter mäßig. Naja, cool. Auf jeden Fall. Mehr Emojis sind immer gut. Dash Blade Rift, your Doom Effect deals more damage. Oh, und applied multiple times. Ich glaube, das ist gut, dass wir unseren Doom Effekt, den wir jetzt schon haben, noch verbessern. Ich meine, einfach 10% mehr Schaden auf alles ist auch nicht schlecht, aber komm... Spezialisieren wir uns mal auf unseren Doom und testen mal, wie mächtig das ist. Schlüssel oder Darkness? Schlüssel oder Darkness? Beides gut. Darkness. Warum nicht? War ja mal effektiv jetzt. Das geht ja zack, zack. Wie viel Geld haben wir nicht genug auf zum Schlüssel? Wretches.
Na komm schon. Warum hat mich der noch getroffen? Ich bin perfekt weggedasht. Know that the heart has infinite capacity for empathy, and I so feel for you there that I have mustered for you some of the most beautiful blessings I can offer. Oh ja, da haben wir wieder was Episches. Mein Cast. Ich mag Podcast nicht. A Short Range Blast. Ach so, der macht mein Blast quasi zu einer Schrotflinte im Endeffekt. Ich nehme das jetzt. Vielleicht sollte ich mir anfangen, mehr zu blasten. Guck. Vielleicht kann man dann mal so hier hauen, blasten, hauen, weiß ich nicht, Combo. Schauen wir mal. Pests. Das ist eine schwere Entscheidung, ehrlich gesagt. Aber holen wir uns lieber den Hammer. Hammer Time. Wow, was passiert? Metatron verschenkt gerade Abos am Fließband. Crazy. Dankeschön dafür. 5 Stufe 1 Abos. Und hat jetzt schon insgesamt... Guck mal, die Dinger im Glas drehen voll ab. Hat jetzt schon insgesamt 54 Abos verschenkt. Metatron, vielen Dank dafür. Drop. Ey, ich erkenne wirklich nie, was das immer sein soll. Das drüber erkenne ich. Das sieht aus wie so ein E-Gitarren-Kerl. Aber was meinst du da ist? Keine Ahnung. Aber es sieht irgendwie stylisch aus. Yeah, dankeschön für die... vielen verschenkten Abos. So. Ich versuche währenddessen den nächsten Raum zu klären. Mann, der ist ehrlich gesagt ziemlich mächtig jetzt, der Cast. Der Shotgun-Cast. Da kann mein Schlag nicht mithalten. Muss man schon sagen. Mein Spin-Attack. Ich vergesse ganz, dass ich die habe. Hold Special for up to 200% damage. Nee, Attack. Hold Attack to strike rapidly. Vielleicht nehmen wir das. Statt einer Spin-Attack habe ich jetzt einfach eine Turbo-Attacke. Wenn trotzdem alle meine Nahkampf-Bonis applyen, ist das, glaube ich, gar nicht zu schlecht. Ich glaube, ich heile mich ein bisschen. Wir haben ziemlich viel Energie verloren. Das ist gut. Das ist wirklich gut, glaube ich. Oh mein Gott. So viele kleine, nervige, fliegende Totenkopfgegner. Die darf man wirklich nicht unterschätzen in ihrer Lästigkeit. Die übersehe ich so gerne mal. Aber dafür war es kurz und schmerzlos. Gold oder Schnaps? Gold oder Schnaps? Holen wir uns Schnaps. Damit meine ich natürlich Wein. Oh oh. He's there. Get him.
Hades findet es nicht gut, dass wir hier abhauen wollen und schickt jetzt seine Schergen. Wir müssen jetzt 45 Sekunden einfach einen Super Monster Rush überstehen. Der ist aber gar nicht so tragisch eigentlich bis jetzt. Da gibt's Schlimmere. Nearly made it. Enough. There we are. Hanging out with Ares, are you, Zag? He's quite the chap. I'll give him that. I'll give him that. And now I'll give you this. Special Hangover Dash. Nehmen wir unseren Hangover Dash. That's good. Dann werden alle Leute, die in unseren Dash laufen, verkatert. Why not? Palm of Power. The power of the gods. So, jetzt pass auf. Entweder wird der Doom-Schaden stärker oder mein Cast wird stärker oder mein... Na, dann machen wir lieber mehr Doom-Schaden. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht bereit für das Gefecht jetzt hier. Schauen wir mal. Hi, Meg. What are you doing, Zagreus? The underworld is sealed off. What you're attempting is impossible. You've seen what happens when you go too far. This place can't stay sealed shut forever, Meg. In the meantime, I thought I'd get some practice in, you know? I'm not your practice partner, fool. Come on. Das war super easy. I did it. Found you. Das lief echt so gut. Ich kann gerade überhaupt nicht verstehen, warum ich bei meinem alten Savegame dauernd gegen die verloren habe. Aber so ist das, wenn man ein Spiel länger spielt. Plötzlich ist man besser halt. Es ist Magic. Man weiß gar nicht, wie einem passiert. Kaufen wir uns Darkness. Up we go then. Check. Asphodel. Da sind wir wieder in Asphodel. Drakens.
Der Cast dauert mir einfach zu lange. Deswegen mag ich den nicht. Es dauert so lange, bis man den endlich mal castet, den Cast. Bottle of Nectar. Da bleibe ich lieber bei unserem Angriff. Oh, guck mal, Hermes. Den hatten wir noch gar nicht, ne? Na, dann nehmen wir uns mal einen Hermes-Bonus. Also, eventuell. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. This mark, almost like a batwing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Almost like a batwing. Vielleicht ist es auch Batman. Er gibt uns jetzt seinen Gürtel. Found you. Good. Hermes, at your service. Pleasure. You are the talk of Olympus. Normally I wouldn't get mixed up, but for you, I'll be making an exception. Now come on, we've both got places to be. Oh, epic. Your special is faster. Das ist zwar eigentlich cool, aber für unser Special benutzt unseren Special gar nicht. Wenn das jetzt unsere Attack, unsere Standardattacke wäre oder so. Each time you enter chamber game, 10 Gold, jedes Mal, wenn wir die Kammer wechseln. Hm, vielleicht gar nicht blöd. After you're taking damage, quickly dash. Also nachdem wir Schaden bekommen haben, schnell dashen und dann kriegen wir 30% des erlittenen Schadens zurück. Ich nehme Geld. Appreciate the lift, Lord Hermes, sir. Now let's go. Holen wir uns mal ein paar von diesen Edelsteinen, damit wir renovieren können. And we're off. Okay, du bist nervig. Du musst als Erster weg. Zerdala. Nicht, dass die nicht schon nervig genug wären, die beiden. Gemstones. Ja, gehen wir shoppen. Set up shop. Oh, eine Überraschungsbox. Da ist meistens nicht das drin, was man gerade gern hätte, aber es ist eine Überraschungslootbox. Was soll ich machen? Here, this one's for you. Ah ja. Dionysos. Alles doof. How about another? Care to provide me any insight as to just what sort of hideous monstrosity awaits me over on the next infernal island, Charon mate? That bad, huh? Felix, danke fürs Abonnieren. Wenn ich das noch teile, gibt's angeblich noch ein Emote. Huh. Done. The searing flame and ashes of the river Phlegethon mean nothing to the ferryman Charon, who travels all the waters of the underworld bearing the dead, the damned, and all their fineries. I do enjoy dead people's fineries. Time for another voyage aboard the barge of death. Schon wieder?
Tadala. Kein Problem. Poseidon, gib mir was Gutes. Say, word has reached me that you squared against one known as Theseus, now champion there in Elysium. He was a handful even when he lived. So much so that my honored brother Zeus, he took to calling him my son. Can you believe the nerve? Ooh, epic. Wir kriegen zufällig Zeugs. Wisst ihr was? Ich glaube, das nehmen wir. Oh, aber Attack und Special sind stärker. Aber nur die ersten 10 Sekunden wieder. Ja, okay, dann nehme ich zufällig Stuff. Cheers, yeah, Apple. Guckt euch das an. Super viel Gold, super viel Edelsteine, Dunkelheit, mehr Edelsteine. Cool. Das ist der einer der besten Segen, die man für langfristige Progression kriegen kann. Burnflingers. Der Wellenkerl da, also komm her, erst. Bleib jetzt hier. Können wir mal weglaufen. Danke. Dieser Extraschaden kommt leider so selten nur. Also das dauert so lange, bis der kommt, aber wenn, dann haut der halt richtig rein. Ja, mit fast 400 Gold gehen wir sowas von nochmal shoppen. Mit ein bisschen Glück kann man sich da ganz schön gute Boni sichern. Ja, zum Beispiel, warum nicht? Always a pleasure, Charon. I knew that foul boatman would come through and you would find amongst his wares this gift. Your Doom Effect deals more damage, but... es dauert noch länger, aber dafür wird er wesentlich stärker. Okay. Für Bosse und so ist das bestimmt trotzdem gut. Mehr maximale Lebensenergie? Okay. Pleasure doing business. Noch ein paar Gemstones. Cool, cool. Naja, selbst wenn wir jetzt die Hydra nicht schaffen oder nicht mehr weit kommen, war das auf jeden Fall grundsätzlich langfristig ein ziemlich guter Run. Auch wenn ich privat natürlich bei meinem anderen Haupt-Safe-Game weiterspiele, insofern macht das gar keinen Sinn mehr. Aber gut. You touch me and I shall have your head. Was übersehen, lebt noch gar nichts. Empty.
Ja! Knapp was. I'll just take that. Aber Hydra sowas von geflayed, ey. Ist bei dir eigentlich alles gut? Du wirkst heute meiner sehr subjektiven Meinung nach nicht super lässig und unbeschwert wie sonst. Nö, eigentlich ist alles super. Ich kann mich nicht beschweren. So, dala. Ich glaube, es ist höchstens das Spiel, das mich ein bisschen anspannt. Daran könnte es vielleicht liegen. Wenn ich so rundenbasierende oder gemütliche Spiele spiele, ist das was anderes. Und hier ist es jetzt so, boah, ich stehe schon ein bisschen unter Anspannung, das stimmt. So, Heilung. Heilung ist wahrscheinlich eine gute Idee. Das ist wirklich, das könnte schon wirklich sein, hast du recht. Bin auch voll Adrenalin, ey. Action halt. Müssen wir nachher was ein bisschen chilligeres spielen. Hab ich Elysium. Elysium. Geil eigentlich. Diese Bogenschützen sind echt gemein, weil die wirklich über das ganze Spielfeld zielgenau auf einen schießen, wenn man nicht gerade im richtigen Moment dasht. One for the stash. Macht Sinn, die sehr schnell auszuschalten, wenn möglich. Oh, in the Palm of Power. Hatten wir in dem Run irgendwie fast noch gar nicht, ne? Ganz komisch. Der Soundtrack hier in Elysium erinnert mich voll an Gorna. Ein total crazy, stylisches, cooles Roguelike 2D-Shooter-Spiel auch. Also Roguelike auch. Aber 2D-Shooter. Over there. Palm of Power. Attack, Doom, mehr Doom, mehr Doom, mehr Power. Noch 20% mehr Schaden. Ach so, aber wenn ich das nehme, habe ich sowieso vom, also grundsätzlich 20% mehr Schaden und dann nochmal die zusätzlichen 65% mehr Schaden. Also dürfte das in dem Fall besser sein. Glaube ich. Ungefähr. Sieht mal Daumen. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Nochmal eine Palm of Power, was grundsätzlich gut ist. Oder vielleicht mit dem Hammer nochmal unsere Waffe grundsätzlich verbessern. Hammer. Reingedasht, dammit. My weapon's hidden talents.
Ah, your attack strikes 3 times in spread pattern. Also quasi so pew, so pew, 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 pew. Hm, vielleicht ganz gut. Dash, special, okay. That's it. Ah, der spaltet sich so ein bisschen, so schmal, mittel, weit auseinander. Vielleicht in manchen Situationen bestimmt super mächtig. In anderen überprächtig. Insofern, mal schauen, wo das hinführt. Soul-sucking butterflies. Wenn das alles ist, dann schaffen wir es. Ah, die haben sich Körper geholt, die Seelen, die da kamen. Gut, dass ich so viel kaputt gemacht habe. Cool. Das war gar nicht so schlimm. Mit unserer Waffe war das ganz gut. Your special inflicts doom after using Death Defiance. After you take damage, inflict doom. Okay, nehmen wir das. Wenn uns jemand wehtut, dann kommt Kriegsgott Ares und rächt uns. Quasi. Mit seinem Doom. Das ist nett von ihm. Oh. Bogenschützen. Ja, ich muss schon sagen. Damn! Wir hauen schon rein. Das Blöde ist, dass wir nicht sehr mobil sind mit diesem Angriff. Das heißt, beim Boss dürften wir ziemlich schnell zerschlöttert werden. Hey, ich könnte eigentlich dem nächsten Gott, den wir treffen, mal was schenken. Ich habe noch nie den Göttern was geschenkt für ihre Siegen. You can't stop me. Ich habe ich überhaupt nicht gesehen. Voll gemein. Zum Glück alles gut gegangen. Mann ey, der Raum hört da gar nicht mehr auf. Aua, das war nicht so gut. Ah, jetzt sind hier 2 Kristalle, die Kutschen unsterblich machen. Das ist irgendwie gemein. Und ich kriege auch echt ganz schön gerade was ab. Mensch. What did I tell you? Who should I give this to? Ich befürchte, der nächste Raum wird tödlich. Mann, ey, so viel Bogenschützen, die spinnen aber auch ein bisschen gerade. Welcome. Nein, doch, was jetzt? Niesen oder nicht? Ah, danke, schon mal. Oh, Mist. Eins unserer Extra-Leben haben wir leider verloren.
good enough to eat. Unser Cast. After you take damage, inflict doom. Ah ja, okay. Machen wir den stärker. Warum nicht? Gold oder Leben? Nehmen wir Leben. You're gone. Meine Güte, was ist denn hier los? Ich meine, das ist jetzt nicht super schwer, aber es nimmt kein Ende. Und ab und zu wird man ja doch mal getroffen dann. Au, so wie jetzt gerade von dem. Au, das ist echt nicht gut. Ich unterschätze es dann doch immer, wie schnell die sind. Und wie hartnäckig. Aber jetzt haben sie keine Panzerung mehr, jetzt ist es leicht. Feeling good. Bitte ein Händler. Bitte ein Händler. Ein Händler! Wir haben viel Gold. Wir können viel cooles Zeug kaufen. Könnte uns retten vielleicht hier. Aber so richtig glaube ich nicht, weil ich glaube, jetzt geht's schon ins Finale. Naja, Überraschungsbox. Oh, it's her. Aphrodite. Looks like we meet again, dearest, here among the foul detritus of the boatman's wares. You truly take me to the best of places. We can switch to a different boon. Also hier würde ich jetzt einen, den ich schon habe, ersetzen. Das will ich nicht. Unseren Special könnten wir verbessern, und zwar epic. 149% Schaden wäre schon ziemlich gut für einen Upgrade, aber unseren Special benutzen wir halt momentan gar nicht und ist auch gar nicht so. After you take damage, your frozen flick. Ja, okay, machen wir das. Nochmal ein Revenge Damage. Das heißt, Aphrodite und wer war der andere? Verbünden sich jetzt. Ares und Aphrodite verbünden sich jetzt, wenn ich getroffen werde, um meinen Schmerz zu rächen. Naja, gehen wir in den Bossraum. Meine Hoffnung ist, dass ich echt so schnell so viel Schaden raushau, dass sie tot sind, bevor sie überhaupt wissen, was los ist. Aber das wird leider nicht passieren. Hm, schade. Hätte ja sein können. Gentlemen. So, the fiend returns to challenge us again, Asterius. Despite having experienced such a thorough thrashing by us last time. Der Theus. Der Theus ist schon lustig. Nee, Theseus. You know full well that wasn't a fair fight. Face me yourself and we'll see how you fare. Silence, you monster! I'll hear no more such wicked lies, half-truths, or quarter-truths. You, however, soon shall hear my blessed spear. Specifically, the sound it makes whilst sliding into your exposed midsection. Defend yourself! We shall prevail for you in the stands. Now it is abundantly apparent that you are beneath me, fiend. Ich werde nicht mal mit einem fertig. Die sind einfach echt super stark, die zwei. Mist, erwischt hat er mich. You see? Ja,
immerhin den Minotaurus hätten wir. Nur leider ist er schlimm genug. Nein, ich dachte echt, wir könnten ihn schaffen. Hätten wir schaffen können. Hätten wir theoretisch schaffen können. Ich glaube, in dem Run wäre es das erste Mal wirklich möglich gewesen. Gut möglich gewesen. Aber hey, so ist das eben. Oh, I want a rematch now. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes and seeking audience from any who would listen. What? Oh, I just knew that you'd be back soon as I heard you face the champion of Elysium himself. You know, I've heard that among mortals, it's an honor to be killed by somebody like Theseus. Keep it up and maybe you'll be famous too. Maybe. Achilles, is it really true that Cerberus ripped the lounge up right after I left? You must have gotten in a lot of trouble. I only wish you could have seen it, lad. The place looked like a vineyard after a typhoon. Your lord father was livid, but he never gets so angry with the dog. Poor Dusa, though, she's picking the place up. Oh no. I wonder what became of Dusa. She's always worried father's going to fire her, even without something like this. I should check in with the house contractor. How goes it, Shades? Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that boy. Mach's gut, das hat you see, after you fled the first time, Cerberus, why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet come to yours. Okay, jetzt können wir hier einige Sachen machen. Zum Beispiel, Chamber may contain a if infernal truth. Egal. You have a shifting chambers of the underworld ought to be a little livelier with this. You are distracting me. Work is approved upon my father's name. Not like he's paying any heed. Es war ein sehr guter Run, was wir alles machen können. Your asking price, good contractor. Well worth the fruits of your hard work, I'm sure. That shall be of no help to you, I'm sure. Wonder where Nix went. What are your sisters up to these days, Meg? I've not seen them around. We're stretched a little thin, as you can see. Some kind of war up there meant lots of business here. I'm left to hold the line and deal with you. Die Schwestern, die trifft man auch noch. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber das Spiel hat noch so einige Überraschungen. Das bleibt nicht so, wie man denkt, dass es bleiben würde. Max. Show me something new. Naja, gut. Wisst ihr was? Machen wir Schluss mit dem Spiel. Ein wirklich cooles Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Ein schönes Spiel. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz nur aus Interesse gucken. Man kann tatsächlich die Sprache hier nicht verändern. Aber das hat doch deutschen Text, oder? Auf was ist meine Switch eingestellt? Meine Switch ist auf Englisch gestellt. Daran wird es liegen wahrscheinlich. Naja, gut. Okay.